Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den falschen Teleporter benutzt habe. Hier kommt man natürlich nicht, wie gedacht, zum Eispalast. Ich meine schon, aber halt über Umwege. Das heißt, wir müssen nicht trotteln, wir müssen hier hin. So. Gut. Ah, da sind Gegner. Das ist gut. Da können wir noch ein paar... ein paar Pünktchen für uns rausschlagen. So. Ah ja, das Mana fehlt schon wieder. Die letzte Mana-Flasche. Super. Ich glaube, ich habe sogar gerade einen Bug. Oder doch nicht? Nein. Oh Mann, ey. Könntest du deine Waffe zücken? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Okay, jetzt haben wir. Irgendwas passt da gerade nicht. Keine Ahnung. So. Den haben wir geklatscht. Dann müssen wir da beim Tor hinaus. Ich frage mich wirklich, was ich übersehen habe. Es könnte natürlich auch sein, dass wir wieder mit den Separatisten sprechen müssen. Ich erledige das. Könnte auch sein. So, musste gerade leise sein, weil ich mich angeschlichen habe. Sonst hätte er mich ja gehört. So. Da war ein Heilpflanzerl. Diese Schneeklaue könnte man eigentlich auch besiegen. Passt. So. Da herüben haben wir ja schon alles besiegt. Aha, da unten haben wir wieder einen Kerl. Da spawnen wirklich regelmäßig wieder Gegner, ne? Ist aber eh super. Weil somit hat man immer noch die Chance, Level-Ups zu kriegen. Wie, der hat's überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, ne? So. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe nach wie vor keinen Plan, wie es jetzt weitergeht, questtechnisch. Aber sowas von keinem Plan. Man kann ja auch nicht so einfach mit dem Jetpack drüber. Also so wie es ausschaut, kommen wir da jetzt einmal nicht weiter. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Das ist mir schon klar, meine Süße, aber... Ich habe keine Ahnung, wo waren eigentlich die Separatistenlager? War das da unten beim Süd? Ja, das passt.
Ich frag mal Papa und den Chef der Separatisten, ob die was für uns haben. Ansonsten, ich stehe jetzt echt schon an. Hallo Papa. Ich war im Fischerdorf in Etan, das du erwähntest. Ach stimmt, ja, warte kurz. Wir brauchen Licht. Na? Jetzt. Also Papa. Beim Fischerdorf. Ich war im Fischerdorf in Etan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es. Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. Schön. So nennst du das? Du Schwein hast uns unser Leben zerstört. Alp, boah, wie hart. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Die Vergangenheit ist irrelevant. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir weitermachen. Kältewert zu niedrig. Das obere? So nennst du das. Du Schwein hast unser Leben zerstört. Alp! Ich hätte nicht wenig Lust. Gefällt das nicht, Kälte gesunken. Du hast meine Familie getötet. Jemanden, den du nicht einmal kennst. Und von welchem Leben sprichst du da? Ein Leben als Fischer oder Landstreicher in den Wäldern und Rattenlöchern von Edan? Kallax und auch du habt mir beide sehr viel zu verdanken. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Sei aber vorsichtig. Du weißt ja, mit wem du es zu tun hast. Muss mir ja nicht gefallen. Ach, scheiße. Soll ich nochmal das andere wählen? Das war jetzt doch ein bisschen zu hart, oder? Warte kurz. Lass mich kurz laden. Das war doch etwas zu hart, oder? Muss mir ja nicht gefallen. Okay, das war zu viel. Probieren wir das? Ob wir da vorn beim Dingen stehen? Beim Portal? Ja, passt. Ah, das ist dann doch zu hart. Ah. Beherrschung, Kontinence. Unglaublich. Du Schwein! Du Alp, du mieser Dreckskerl, du hast mir ein Leben geschenkt. So, nochmal. Fischerdorf, bla bla, das hatten wir jetzt schon, ne? Das kennen wir jetzt ja schon. Das ist echt sehr emotional, ne? Also Kälte gesunken, das ist Wahnsinn. Wie fühlt sich das an, das nach aller Zeit zu erzählen? Das ist neutral zumindest, ne? Schauen wir mal. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Ich bereue nicht, dass ich euch zu großen Männern ausgebildet habe. Ich sehe doch, wen ich da erschaffen habe. Allerdings hätte ich dir das alles schon lange sagen müssen. Vielleicht wären wir dann heute nicht hier, sondern immer noch in den Hallen des Eispalastes. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst.
Niemand das hatten im wir dann Eispalast schon. Wird ja, wenigstens gefällt's Frauchen, dessen ne? Dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Das glaube ich auch, ja. Dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Sei aber vorsichtig. Du weißt ja, mit wem du es zu tun hast. Das hatten wir schon, ne? Ja, wenigstens Frauchen gefällt. Servus, Sestak. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Ich bewege mich schon, siehst du? Der Hintergrund bewegt sich schon mal, da hat er vollkommen recht. So, also. Das heißt, wir haben eine Mission, ne? So schnell kann es gehen. Missionchen. Showdown mit Kallax. Dann glubschen wir mal, ne? Firmengelände, Nordabesser, da wo wir beim letzten Mal gekämpft haben. Na. Das ist jetzt woanders, ne? Ach so, das ist dort, wo er ist. Wo er war, Saddam. Okay. Okay, jetzt geht's um. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort. Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Exitoren-Kollektivs. Boah. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Ja? Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Wow, da ist jetzt viel. Wie lauter Code? Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet? Irgendwas stimmt nicht mit dem Hybriden. Das ist so offensichtlich, dass selbst du das sehen musst. Ich denke das. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Schade. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Unsinn, ich habe immer noch meinen freien Willen. Wie lautet der Code für den letzten Ding? Aha, ja, freier Wille. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden.
Niemand kontrolliert mich. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Aha. Das war der Hybrid. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann. Und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Lexitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Toll. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Na toll. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Hey! Du gehörst... So wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt, wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Okay. Gut, das heißt, damit dürfen wir jetzt zurück. Dann haben wir unverhofft alles richtig gemacht, mehr oder weniger, ne? Hätten wir jetzt Kallax retten können? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir Kallax hätten retten können. Mit einer anderen Antwortmöglichkeit vielleicht. Nicht auf Emotion basierend, sondern vielleicht wieder das Mittlere. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Natürlich, du. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Na, ist gegangen eigentlich. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Shot öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Shot. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll,
der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Na dann. Überblick der Ein Lage. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Okay. Tja, hört sich... Passt. Gut. Tschüss. Hä? Okay. Das heißt, wir müssen uns wieder porten. Questelein. Was bedeutet Taco? Takt. So. Dass wir im Takt sind, natürlich. So. Also, Firmen, bla bla, im Westen. Zum Glück können wir uns jetzt schon rasch hin und her porten. Das ist fein. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Das Lustige ist, dass wir wirklich schon hier waren und das nicht gesehen haben. Aha, hier drunter sozusagen. Aha. Natürlich gibt es hier noch Viecher. Elexit, Elexit. So, wo geht's? Oh Gott, da kommt noch was. Ein Wühler. Der hat sich ausgewühlt. So. Das heißt, wir müssen hier runter. Habe ich das vergessen zu looten? Pfui, böse Zocki. So. Ja, Leute, das heißt, wir nähern uns schon dem Finale eigentlich, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh. Achtung! Ein Phantom. Schlecht. Sehr schlecht. Passt, dann haben wir erledigt. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Puh. Mit einem Phantom habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Frage ist es nur... Ach, hier geht's runter. Weit runter? Na, das ist für nix. Das ist auch für nix. Okay. Ich sollte mal speichern. Bam, barabam. Wo ist er denn, der Elfte? Ach, hier. Da können wir jetzt drauf speichern, weil es ist ja alles gut gegangen mit den Zyklopen. Hui. Jetzt ist hier nur die Frage, wie wir hier runterkommen. Kann man jetzt eigentlich... Oh, da ist noch ein Gegner. Gut, dass der Mistkübel gerade ein Hindernis war. Kann man das irgendwie wegballern? Da ist Gift, ist eh logisch. Entschuldige. Die Mana-Pflanze möchte ich gern haben. Metallschrott. Wahrscheinlich muss ich echt da runter, ne? Haha. Großartig. Das geht so nicht. Heidel? Sicher? Daraus wird nichts. Ach komm. Da geht's nämlich auch nicht runter, oder? Nicht gut. Gar nicht gut. Halt. Nein, Entschuldigung. Ach, jetzt komm. Das wollte ich haben. Oh, da geht's eigentlich auch nur rauf, ne? Ah, hier vielleicht.
Ich sollte die Fackel benutzen. Ah, hier geht's runter. Ist das jetzt draußen oder ist das jetzt da unten? Das hört sich ungut an. Das hört sich richtig ungut an. Alter. Warten wir mal. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Licht. Es ist noch ein Stück weiter unten. Hier ist es. Okay. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Hier ist der Code. Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Genau. So ist es. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Schritt des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Gut. Dann würde ich sagen, wie schaut's aus mit Level Up und so weiter? Ja, ein bisschen Level Up haben wir ja bekommen noch. Schön. Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch ein paar Sachen beibringen lassen, ne? Gerissenheit auf 70. Gerissenheit. Was wird uns das kosten? Viel zu viel. Okay. Dann werden wir schauen. Was wären für uns noch eigentlich von Vorteil? Stärke, Geschicklichkeit wäre noch gut zu machen. Schwere Waffen haben wir eigentlich nicht. Damit unsere Nahkampf ein bisschen stärker ist. Jetpack-Angriff. Mutantenkiller, das wäre auch nicht schlecht. Gib dir einen Schadensbonus im Kampf gegen Mutanten. Das wäre auch nicht schlecht. Da müsste man auch nichts dazulernen. Die beiden wären super. Fehlt uns auch noch Intelligenz, aber das wäre schon super, Mutantenkiller. Das wäre Kampf. Überleben, Konstitution, das bringen wir glaube ich nicht zusammen zu hoch. Da wäre noch die Rüstung super. Glaube ich nicht. Handwerk,
brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich feilschen. Überlebenstheorie. Erhöht den Überlebenswert. Bringt, glaube ich, auch nichts. Berserker. Was bewegt der? Leben erspüren. Aha, okay. Giftaura. Also auf jeden Fall das mit Nahkampf. Aber das werden wir nicht hinkriegen, glaube ich. Wäre aber schön gewesen. Aber den Mutantenkiller, den machen wir auf alle Fälle mal. Und ja. Rüstung, Konstitution. Wie weit wird's denn gehen? Na, viel zu wenig. Viel zu wenig. Wie weit wird man hier noch kommen? Ich würde sagen, gehen wir mal zum Kampflehrer und lernen den Mutantenkiller. Das machen wir jetzt mal. Hoppala, falscher Knopf. Zweimal falscher Knopf. Also, der Kampflehrer war in Goliath Hotelruine, meine ich. Die Treppe runter. Und dann rechts im Häuschen. Also sprich da drüben in dem Häuschen da. Mutantenkiller hört sich, glaube ich, ganz fein an. Wobei Maschinendingens. Maschinenkiller wäre sicher auch nicht schlecht. Das können wir vielleicht noch mitnehmen. Cormac, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Und zwar bitte den Mutantenkiller. Ja, bitte. Und den Maschinenkiller werde ich auch noch lernen. Intelligenz brauchen wir da 10 mehr. Das machen wir noch schnell. Int 1, 2, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also jetzt sind wir auf 50. Ich glaube, das können wir machen. Übernehmen. So. Dann nochmal Cormac beibringen. Bring mir etwas. Also, jawohl. Und zwar den Maschinenkiller. Ich glaube, das können wir machen. Ja, bitte. Passt. Dann sind wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt, glaube ich. Für den Eispalast, hoffe ich. Wird schon schief gehen. Einmal pennen. Bis zum Morgen. Dann bohrt man uns natürlich weg. Weil wir müssen wieder ins Lager der Mitte. Wir müssen unseren Gleiter so bereit machen. Oh, da sehe ich gerade, der Part ist zu Ende. Wir porten uns nur noch zum Lager und den Rest machen wir im nächsten Part. So machen wir das. Genau. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!